Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Devil in Me. Jawohl, wir sind hier draußen unterwegs und müssen uns hier den Weg durchbahnen, schauen, was wir hier so alles finden, wo wir hinkommen, Sachen untersuchen, wie zum Beispiel hier diese Karte, die wir hier finden. Ja, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Was steht da drauf? Morello, Francis, das ist hier der Führerschein. Okay, Klasse C, aha, Augenfarbe braun, wie ist das? Ah, alles klar, den Führerschein von ihm gefunden. Sehr schön. Okay, und was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir ein Foto. Was ist denn da drauf? Inferno, aha. Kann ich wirklich viel erkennen. Danke für den besten Tag aller Zeiten, Onkel Francis. Sehr schön, okay, haben wir das auch schon mal gefunden. Ja, dann wollen wir mal hier weiter gucken. Wo müssen wir lang? Ich würde sagen, hier runter. Schauen wir uns mal um hier, ne? Ein bisschen gucken. Okay, hier haben wir wieder mehrere Wege, wo wir lang gehen können. Jawohl, sehr gut. Wir können hier lang gehen, wir können da lang gehen. Krabbeln wir mal hier runter durch. Ich dachte, wenn wir erstmal draußen wären. Wäre alles gut? Nein, leider nicht. Leider gar nicht. Egal. So, okay, wir können hier lang gehen. Die Frage, ob das so clever ist, ne? Ja, schauen wir mal. Komm, geh. Schleiche ich mal darüber. Das Gefühl, dass es gleich hier abbricht. Verdammt. Wer hätte das gedacht, ne? Und jetzt ist auch noch der Schraubendreher flöten gegangen. So ein Kack. Warum? Weil ich wieder zu langsam war im Drücken. Ich habe mich verdrückt. Leider. Ich hab's noch mal ganz schnell korrigiert, aber es hat leider nicht mehr gereicht. Verdammt! Ah, jetzt könnten wir wahrscheinlich den Schraubendreher gebrauchen, ne? Schlecht. Richtig schlecht. Na gut, vielleicht finden wir hier irgendwo einen Schlüssel. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Oder, warte mal, kommen wir da oben rein? Ah, wir gucken erstmal. Was haben wir hier? Halt, da war was. Ah ja, guck an. Ein Schlüssel. Geschafft. Perle, mal eine andere Frage. Siehst du die Hand da? Frage für einen Freund. Irgendwie nicht, ne? Ich sehe auf jeden Fall da jemanden liegen. Zack, schon wieder Gänsehaut. Na moin, läuft bei mir. Na ja, gut, wir gehen jetzt trotzdem mal da rein. Ah Mann, ey, das mit dem Schraubendreher, das nervt jetzt schon wieder so ein bisschen. Weil das war meine einzige Waffe, ne? Na ja, gut, wir schauen trotzdem mal jetzt hier in die Hütte rein. Heilige Scheiße. Seine Hand wurde abgeteilt. Ist der das? Wir haben ein Geheimnis gefunden. Ist der echt oder ist das auch so eine Puppe? Der sieht so puppenartig aus. Ja, es ist auf jeden Fall eine Puppe. Okay, alles klar. Gut, hier sind wir soweit durch. Schauen wir mal. Wo sollten wir eigentlich nochmal hingehen? Irgendwo darüber, ne? So, komme ich denn jetzt hier wieder rüber? Vorantasten.
Perle, könntest du... Ach, jetzt ist das hier wieder in Ordnung, oder was? Ja, tolle Wurst. Ja, Hauptsache mein Schraubendreher liegt jetzt da unten. Verdammt. Naja, egal. Können wir jetzt nicht ändern, ne? Ist jetzt weg. Ist jetzt weg. So, dann schnell den Schritt das hier mal lang. Geh ich mal hier durch. Hallo? Krieg ich mal? Frau, kriechen, danke. Yeah. Alles klar. Ja, genau. Halt mal deinen Hintern schön in die Kamera. Passt. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Waren wir hier am Ende der letzten Folge nicht sogar schon? Ich meine ja, ne? Ja, genau, wir sollten ja das Bauernhaus, richtig, hier haben wir ja aufgehört, ne? Das Bauernhaus sollten wir untersuchen. Da war ja was. Okay, dann wollen wir mal hier rein. Ich hoffe mal, dass ich jetzt meinen Schraubendreher nicht brauche. Da ist ein Hund drin. Hey. Oh ja, moin. Oh, Gänsehaut. Ja, komm, komm, mach voran, mach voran. Der Kütter, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, und er hat ein ganz dickes Beil in der Hand. Ganz, ganz schlecht alles für uns. Gut, Kleiner. Ich tue dir nichts. Also wir nicht, aber... ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gleich nicht ganz gut ausgehen wird für uns. Alter! Ah, was hab ich getan? Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Da, ich hab gedacht... Oh, ja gut. Ich hab gedacht, ich könnte damit heiß machen. Dass er auf den losgeht. Oh mein Gott. Der arme Hund! Oh Mann, ey. Das war so ein süßer Hund. Und sonst haben wir jetzt nichts in dem Haus gefunden, na toll. Alter, richtig bitter, ne? Boah, was für eine Scheißaktion. Ich hätte es besser gelassen, ey. Wobei andererseits... Oh ja, moin. Ah, Perle, ne? Damit hat er dich jetzt trotzdem gefunden. Weil du nicht gecheckt... Ah. Oh Mann, Doppelscheiße. Na gut. Ist jetzt nur mal so, ne? Was sollen wir jetzt machen? Alter, ist das dunkel, ey. Ah, Mann, ey. Schon wieder so eine Mistaktion, ne? Das mit dem Hund und das mit dem... mit der Lichtschranke da jetzt. Schalten wir das Licht an. Ja, genau, tu das mal. Ey, ganz ehrlich, im... in real life, never... R2? Ah, okay. Könnte ich niemals so einen Hund
so um die Ecke bringen. Dafür mag ich Hunde viel zu sehr. Hier im Game. Ja gut, ne? Hier geht mir so langsam der Arsch auf Grund aus, wenn ich ehrlich bin. Boah, ist das finster hier, ne? Und dann hat er nur seine komische rote Funzel da. Gut, das rote Licht ist eigentlich nicht schlecht, ne? Weil so kann uns der Tuppes schlechter sehen. Alter, wenn ich jetzt hier irgendwo... Nee, jetzt, ne, ich lasse einen Brüll ohne Ende, glaubt ihr. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich habe echt keinen Plan, wo ich hingehen soll. Boah, das kann nicht wahr sein, ne? Boah, Junge, mir läuft eine Schau nach der anderen hier im Rücken runter. Jetzt gleich mache ich nochmal Knips und dann steht der Truppes vor mir, ne? Oder irgendjemand, der... Alter Schwede. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Gruselig. Ja, wie gesagt, ne, so rotes Licht kann in, auf die Entfernung gesehen das menschliche Auge schlechter wahrnehmen. Ne? Wenn du eine normale Taschenlampe hast, kannst du beispielsweise jemanden auf, was weiß ich, 400 Meter sehen. Mit dem roten Licht vielleicht nur auf 200. Beweis, Adresse, Chicago, Beweisstück, Westdate, Fallnummer, Sicherungsdatum. Um 6 Uhr entdeckte ich Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Mundy. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Ende des Berichts. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Okay, hier liegt noch irgendwas. Ah, noch eine Visitenkarte. Das müsste jetzt Nummer 4 sein, okay. Alles klar, eine brauchen wir noch. Das Schöne ist, hier ist es nicht ganz so dunkel, ne? Trotzdem nicht weniger gruselig. Was haben wir hier? Mr. Dumont, ich will mein Team tot. Ich regel das. Am Wochenende. Das ist wohl das, wovon Aaron gesprochen hat. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Charlie. Fake. Sauber geschnitten. So redet Charlie nämlich nicht. Arme Aaron. Sie starb im Glauben, Charlie wäre ein Verräter. Oh, oh, oh. Und irgendwie kam ich mir gerade schon wieder so beobachtet vor, ne? Boah, Alter. Und zack, schon wieder Gänsehaut.
Und zwar hier durch, oder? Hector Wayland Monday. Abschlusszeugnis. Warte mal, wo bin ich jetzt hergekommen? Von da, ne? Nee, doch. Alter Schwede. Ist das gruselig? Aber wo macht man denn hier das Licht an? Alter, ich würde ja niemals, ne? Niemals, für kein Geld der Welt würde ich nachts, wenn ein Mörder da rumläuft, in so einem Haus hier rumstolzieren. Ohne Licht. Das ging ja mal gar nicht klar. Oh oh, da haben wir wieder eine Eingebung. Ganz schlecht. Ganz. Ich habe irgendwas gehört. Ah, das war bestimmt. Da ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Alter, ich höre doch hier Türen. Alter, hier bewegt sich doch irgendwas. Mark und Jennifer Edwards. Okay. Warum höre ich hier Türen? Okay, was haben wir hier? Was steht denn da? Clarence, ich dachte, ich sollte dir die Neuigkeiten schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe das nicht. Allein. Meine Eltern helfen mir aber. Sie sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause. Clarence, bitte. L. Monday. 1965. Okay. Ja, die ist gerumpelt wie der Tür, ne? Macht einen fast gar nicht wahnsinnig. Boah, Alter, ich hab so eine Gänsehaut, das glaubt ihr gar nicht. Das glaubt ihr einfach nicht, was ich für eine Gänsehaut hab gerade. Ob der Typ schon hier ist? Bestimmt, oder? 100 pro. Der empfängt mich jetzt 100 pro hier oben mit dem Hackebeil. Denkt auch so, willkommen zur Party. Wie hoch geht das hier noch? Okay, dann wollen wir mal hochklettern, ne? Boah, ich sehe gar nichts. Ah ja, okay. Hier sind wir schon mal. Ja, wow, funktioniert ja richtig gut. Schalte den Leuchtturm ein, bring die Bedienung. Was bringen die Bedienelemente des Leuchtturms in Gang? Ja, wow. Und wie? Okay, mehr als den Knopf drücken kann ich nicht. Ah, Mist. Okay, wie kriegen wir den jetzt hier ins Laufen?
Wow. Alter, ist das hoch. Alles klar. Lass mich raten, ich muss da rüber. Don't look down. Okay. Das wäre auch gar nichts für mich, ne? Oh mein Gott. Wow. Ey, krieg ich sogar hier im Ingame schon Höhenangst. Halt. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Au! Oh. Na ja, gut, das hat aber wenigstens funktioniert, ne? Ich habe zwar eine Gewicht bekommen, aber hey. Na komm, jetzt bricht doch hier irgendwas von der Po. Okay, wir haben es geschafft, sehr gut. Rein da. Und drücken. Au! Ich würde da nicht so reingucken, glaube ich. Jawohl, Trophäe halten, Horsch. Nice. Oh. Fuck yeah! Wow! Er brüllt da nicht so rum. Okay, was haben wir hier? Hinter dir. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Mann. Das geht sowas schon in die Hose. Finde die anderen, erkunde die Leuchte und finde die anderen. Oh mein Gott. Was zum Teufel ist das? Wie gruselig ist das denn bitte? Alter Schwede. Das ist aber dieses komplett andere gruselig. The boy who loved. Du bist ein egoistisches Monster. Warst es immer schon. Hey, ich hab sie was gefragt. Aufwachen. Der Junge der Gruselgeschichten liebte Helen Blake. Der einsame Junge liebte es, Gruselgeschichten zu lesen. Wow, er las Tag und Nacht Gruselgeschichten. Oh wow. Er lebte bei seiner Mutter, aber sie war sehr streng. Leg das Buch weg. Der Junge hatte es satt, dass man ihm sagte, was er tun soll. Das ist unfair. Das Buch brachte ihn auf eine Idee. Rache. Der Junge schlich durch das Haus. Er sprang herum und schrie und erschreckte seine Mutter. Ah, ah! Er liebte Gruselgeschichten. Okay, ziemlich weird. Wow! What the fuck? Blätterst sofort wieder zu deiner Lieblingsseite. Vorhersehbare kleine Göre.
Ich kenne dich. Alles klar. Boah, gruselig. Echt gruselig. Naja, egal. Wir machen hier ein Folgenende, bevor wir jetzt auf die Suche nach Mark gehen, der wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie nicht mehr leben wird. Und schauen mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, natürlich gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank dafür. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.